So, ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Trendmanager Live Session. Ihr habt heute das Vergnügen, den Trendmanager mit mir in Bezug auf den Corona-Radar zu studieren. Ich bin auch ein bisschen neu im Corona-Radar, deswegen bin ich ganz gespannt. Weiß aber, dass der Trendmanager mir ein ideales Orientierungstool bietet, um die Trends systematisch anzuschauen in den verschiedenen Dimensionen, in verschiedenen Kategorien, aber auch in den verschiedenen Reifegraden und Kompetenzfeldern des Unternehmens. Jetzt folgt alles der Trendradar-Logik. Da wollen wir noch mal einmal drauf eingehen. Der Trendradar ist wie so ein Schiffsradar, eine Orientierungslogik für Trends, für Unternehmen. Vorne im Foresight-Prozess hilft es uns, eine Strukturierung zu bekommen, welche Trends sind jetzt relevant, also act, welche Trends sind mittelfristig, kommen jetzt bald, also prepare. Wir schauen mal, worauf wir uns vorbereiten müssen, machen schon Vorstudien und Deep Dives. Und im Watch Ring hier, welche Trends sind langfristig relevant, die wir auf der Watchliste haben müssen. Wir sehen auch die verschiedenen Segmente des Trendradars, wie ihr hier oben seht, Virtual Reality, Virtual Experiences, Artificial Intelligence, Transhumanismus, Sustainability, Data Era, das sind die ganzen Themen, die wir im Radar vorher mit dem Kunden und für uns auch festgelegt haben, die wir beobachten wollen. Ich würde jetzt einmal anfangen mit dem ACT, weil ACT sind für euch die wichtigsten Trends. Im ACT seht ihr schon das Kernthema, da kommen wir natürlich gleich drauf, Virtual Workplace, die Virtualisierung der Arbeitswelt, die wir gerade ganz massiv erleben, auch mit dem ganzen Thema Remote Work, sogar Remote Life. Wir übertragen unser ganzes Leben und arbeiten momentan in die virtuelle Welt und sind alle ganz gut erstaunt, wie gut das funktioniert. Automated Supply Chain, Riesenthema momentan, lernen wir alle, unsere Supply Chains wieder hochzufahren, intelligent zu machen, damit sie auch funktionieren. Wir haben zum Teil eine irrsinnige Komplexität in den globalen Supply Chains. Das heißt, wenn einige Länder noch im Lockdown sind, die als Zulieferer fungieren, bekommen natürlich andere Länder Probleme, ihre Supply Chains wirklich nahtlos aufzubauen, brauchen Ersatzlieferanten, müssen auf 3D-Druck gehen. Schauen wir uns auch gleich einmal ein. Dezentralisierte Produktion, Conscious Consumption, hier sieht man nochmal ganz schön einen Gesellschaftstrend, die Konsumenten werden immer bewusster, suchen die Sinnhaftigkeit, es ist nicht nur Consumer-Centric, sondern auch Planet-Centric an der Tagesordnung, man überlegt sich also sehr genau, was man konsumiert, was man kauft, Purification, der große Hygienetrend, Innovation Culture, haben wir letzte Woche schon drüber berichtet. Es ist immer wichtiger, in dieser Krisenzeit zu innovieren, sich genau zu überlegen, welche Innovationsmaßnahmen priorisiere ich momentan, welche Themen treibe ich voran, weil nur wer jetzt in der Krise innoviert, ist dann im Endeffekt der Gewinner. Wer in der Krise Innovation und Marketing vernachlässigt, hat natürlich das Nachspiel. Social Software, ganz klar, die Menschen vernetzen. Ich würde jetzt einmal mit euch Deep Dive in Virtual Workplace machen, da klicken wir einmal drauf. Das ist ein sogenannter Makrotrend und dieser Makrotrend ist momentan das Kernthema in der ganzen Corona-Welt. Wir schauen uns mal an, der Virtual Workplace wird hier als Makrotrend beschrieben mit all seinen Facetten und ganz wichtig im Trendmanager kollaborativ bewertet. Das heißt, wir sehen das Potenzial als sehr hoch, wir sehen den Reifegrad als sehr hoch. Das heißt, deswegen landet er auch im ACT, im zentralen Thema unserer Handlungsanweisung. Unsere Kompetenz haben wir noch nicht bewertet, deswegen ist sie momentan noch gering. Aber eigentlich muss jedes Unternehmen sich selber hier bewerten, wie Remote Work sind wir wirklich ready. Ich denke mal, bei einigen Behörden wäre das eher so 30%. Aber natürlich bei den meisten Unternehmen, die sind da schon ganz gut aufgestellt, ist ja auch momentan super wichtig. Ich scroll jetzt mal hier so ein bisschen hoch und gehe in die Mikrotrends, weil das Mikrotrend-Thema ist natürlich das, was Trend One ausmacht. Wir haben ganz viele aktuelle Mikrotrends. Hier sehen wir erstmal vier. Wir können aber ewig hier durchscrollen, weil insgesamt, wisst ihr alle, haben wir über 46.000 Trends und sicherlich ganz, ganz viele zu Virtual Remote Work, also bestimmt 400, 500 Trends. Mikrotrends sind eher so kleine, ich sag mal, innovative Signale, was passiert auf der Welt. Wir haben die weltweit gescoutet. Wir haben ja ein riesen Scouting-Netzwerk, haben eine eigene Trendredaktion, um diese ganzen Themen zu analysieren und zu finden, wie so Innovationstrüffelschweine. Wir publizieren davon jeden Monat 250 Stück. Und hier seht ihr einfach ein paar Beispiele zum Thema Remote Work, die das diesen ganzen Makrotrend illustrieren, für euch aber auch Best Practices sind in der Orientierung. Was machen also andere schon weltweit im Remote Work? Was können wir selber umsetzen und was können wir auch davon lernen? Ich möchte jetzt mal in ein Remote Work
Trend reingehen. Hier die Kunden testen Elektrowerkzeuge in VR. Das ist natürlich ein Riesenthema momentan für die ganzen Baumärkte, aber auch für die ganze fertigende Industrie. Das heißt, hier kann ich einfach mal einen Klick drauf machen. Ihr seht, den Mikrotrend kriegen wir hier sehr gut beschrieben, in seinen ganzen Kontext auch, und können dann verstehen, wo kommt das her, können Deep Dive gehen und sehen aber auch, welche anderen Megatrends hier eine große Rolle spielen. Gut, schauen wir nochmal zurück in den Trendradar. Den Eckbereich haben wir uns schon angeschaut. Wichtiger eigentlich in der Vorbereitung im Innovationsprozess wird jetzt der Prepare-Bereich. Da gehen wir einmal im Detail rein. Augmented and Mixed Reality, da merken wir gerade, die Technologien, die Anzahl der Trends steigt massiv. Wir sehen gleich die ersten Unternehmen, die hier schon sehr aktiv sind, auch in der aktuellen täglichen Arbeit, aber auch andere Player wie die Kirche, die virtuelle Gottesdienste macht. Ganz neue Dimensionen, virtuelle Dinge zu erleben. Wearable Technology ist natürlich schon lange auf dem Radar. Circular Economy, Last Mile Solutions. Ich würde jetzt einmal hier in Augmented and Mixed Reality reinschauen, weil das ist natürlich für uns alle ein Thema, wo wir uns fragen, was passiert da jetzt eigentlich? Nochmal ein Deep Dive auf den Trend Augmented and Mixed Reality. Hier auch wieder Potenzialbewertung. Ist wichtig, Reifegrad ist moderat. Unsere Kompetenz haben wir, wie gesagt, hier noch nicht bewertet. Können uns die Trenddefinition anschauen und hier mal wieder ein bisschen scrollen in den Makrotrend-Kontext rein und vor allen Dingen wieder zu den Mikrotrends. Ich hatte eben schon die Kirche erwähnt, die erste Kirche, die in VR existiert, ist letzte Woche reingekommen. Schönes Beispiel, dass alle Player momentan innovieren, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Alle Player innovieren, einfach um ihr Geschäftsmodell auch aufrecht zu erhalten. Wir schauen einmal rein. Ich klicke hier mal den Virtual Church Trend an. Finde ich eigentlich ein schönes Beispiel für das Innovationspotenzial. Sieht so ein bisschen aus wie Second Life für die einen oder anderen, die so in meiner Altersklasse sich dann daran noch erinnern können. Die erste Kirche, die nur in VR existiert. Ihr seht, das ist hier alles abgebildet im Tool Trend Manager. Gibt es bei uns so seit 2 Jahren. Ist also unsere Produktinnovation, um den Kunden zu helfen, dass sie selber ihre Trends für sich im Foresight-Prozess sortieren und orientieren und dann auch koppeln an einen dynamischen Strategieprozess. Weil das ist natürlich, so ein Radar ist nicht einmal gemacht, sondern ganz wichtig, er wird permanent upgedatet. Es gibt Unternehmen, die haben jährliche Zyklen, es gibt Unternehmen, die arbeiten komplett dynamisch damit, also permanent neue Trends einpflegen, bewerten. Grundsätzlich raten wir oft dazu, dass man so 25, 30 Trends nicht überschreitet, weil es sonst sehr unübersichtlich wird. Ihr seht schon, hier haben wir auch so 20, 25 Trends. Das ist noch ganz gut in der Organisation. Wenn man irgendwann 80 Trends oder mehr hat, da habt ihr bestimmt schon auch einige Beispiele gesehen, dann wirkt es sehr komplex und unübersichtlich. Das wollen wir nicht, sondern wir geben vorher eine Longlist rein. Das sind dann manchmal 80 Trends, aber reduzieren diese Longlist sehr schnell mit dem Kunden auf eine Shortlist, die dann wirklich im Radar abgebildet wird. Die eigentliche Positionierung der Trends, ob die dann im Act, Prepare oder Watch, kommt dann tatsächlich über den Reifegrad, das Potenzial und die eigene Kompetenz zum Tragen. Die eigene Kompetenz führt dann auch zu Innovationsfeldern. Ihr seht da oben so ein paar schöne Buttons. Das heißt, der Trendradar ist die Vorstufe im Foresight-Prozess. Ich kann jetzt über mein eigenes Potenzial erkennen, wo sind relevante Trends, wo ich vielleicht noch nicht so viel Kompetenz habe, und kann die dann in Innovationsfelder überführen. Innovationsfelder können To-Do-Felder sein, quasi Opportunity-Felder auch, wo ich dann vielleicht neue Chancen sehe, wo ich mit meinem Unternehmen neue Geschäftsmodelle erobern kann. Ich würde jetzt einmal hier in die Innovationsfelder abgeleitet vom Corona-Radar reingehen, einfach um euch diesen Bereich mal zu zeigen, um zu zeigen, wie man da, kann man auch theoretisch erklären, wie man dann weiterarbeitet. Innovationsfelder sind eine ganz wichtige, ich sag mal, Call to Action für die Unternehmen. Mit Innovationsfeldern kann man über den Foresight-Prozess steuern, welche Themenfelder fungieren als To-Do- und Chancenfelder für den weiteren Verlauf, auch für die Projektierung von Maßnahmen, weil da fragt man sich natürlich, worauf konzentriere ich mich? Momentan gibt es ja so viele Möglichkeiten und jeder sieht irgendwelche Trends. Darum geht es aber nicht. Trends müssen erstmal sortiert werden. Das ist hier der Fall im Radar. Und dann in Aktion systematisch überführt werden. Das heißt, es geht um eine systematische Arbeit mit Trends im Foresight-Prozess, die ich dann über Innovationsfelder zu Innovationsprojekten mache und hier meine ganzen Workspaces, wo ich auch meine Projekte managen kann, abbilde. So, kurzerhand, ich würde sagen, ihr schaut euch das mal live an. Wir bieten nämlich super Webinare mit meinen ganzen Kollegen aus den Trend-Services. Einfach eine halbe Stunde
buchen kann man auch online buchen, einfach unter trendmanager.com und .de kann man sich den Trendmanager anschauen und ein Webinar buchen, halbe Stunde reinschauen, kann man auch schon mal über eigene Trends sprechen, man kriegt ein super Gefühl dafür. Ich freue mich auf jeden Fall, euch bald wieder zu treffen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch www.trendone.com und bis bald zur nächsten Trendmanager-Session.